Ich muss auch raus. So, wir sind heute an der Schönleinstraße. Die Schönleinstraße ist eine U-Bahn-Station der Linie U8. Das ist eine Nord-Süd-Verbindung. U-Bahn-Stationen richten sich ja sozusagen nach den Straßen, die oben verlaufen. Ja, deswegen Schönleinstraße. Ja. Hier sagt man, handelt es sich um eine berühmt-berüchtigte Station der U8. Also hier kann man zum Beispiel dreckiges Heroin kaufen. Ja. Kann man hier auch Marihuana kaufen? Weiß ich nicht. Ja. Berlin hat es geschafft, es relativ... Hi. Ja. Es relativ, diese U-Bahn-Station relativ sauber zu kriegen. Ja, guckt euch mal an, das ist ganz neu, dass dieser Boden hier eigentlich so super geil gebohnert ist. Das gab es eigentlich in den letzten Jahren gar nicht. Eigentlich lag hier immer viel Müll rum, soweit ich das noch kenne. Aber hat sich scheinbar ein bisschen jemand drum gekümmert, um diese U-Bahn-Station Schönleinstraße. Das ist übrigens eine Station vom Cottbusser Tor, genannt Cotti oder gleich Kotzi. Mitten in Berlin. Ne? Für Laien, die noch nie in Berlin waren, kann man so sagen, wir sind hier mitten in Kreuzberg, mitten im Zentrum von Berlin. Es ist hier auf jeden Fall ein Ort, an dem gedealt wird. Das ist mitunter eine der Stationen, wo am meisten in Berlin gedealt wird. Unterhalb der Straße. Ich habe jetzt hier Reinigungs- und Sicherheitspersonal vor mir. Ne? Und die frage ich jetzt mal, ob dieses Ziel aufgegangen ist. Weil man hat hier wirklich lange debattiert, dass hier sozusagen mehr Reinigungskräfte rund um die Uhr in Zusammenarbeit mit der Polizei sozusagen agieren. Und jetzt frage ich mal, ob das auch wirklich so aufgegangen ist. So, darf ich mal eine Frage stellen? Darf ich mal eine Frage stellen von meinem Handy? Ging denn diese Rechnung auf? Weil man sagte doch, hallo, hi, hi, hi. Will nicht aufgenommen werden, aber nur ganz kurz. Ne? Ich halte mich weg. Ne? Ging denn die Rechnung auf, dass jetzt die U8 immer sauberer wird? Ja. Ja, weil ich bin gerade hier und will das hier dokumentieren, die ganzen Junkies, wo sind die? Also nein, ich muss sagen, also es ist wirklich... Es ist nicht mehr so extrem wie vorher. Ey, es ist schon mal frisch gebohnert alles und so. Und ey, ist ja der Wahnsinn. Wie habt ihr das hingekriegt innerhalb von, ich würde mal sagen, einem halben Jahr, oder? Ja, war schon ein hartes Stück Arbeit, aber hat sich ausgezahlt. Auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit, wie der Sicherheitsbedienstete, hier, Betriebsaufsichtler hier sagt. Ne? Und ich bin schockiert, weil ich wollte hier heute ein paar Junkies zeigen, die sind alle nicht mehr da. Ne? Aber ich danke euch, vielen Dank. Ne? Ich veröffentliche euch nicht, ich mache nur euch. Dankeschön. Guter Job, super, vielen Dank. Schau dir das mal an, Alter, Wahnsinn. So, wir sind heute am 9.8.2024 am Kotzi. Das Kotzi ist eigentlich genannt auch ganz einfach Cottbusser Tor. Ne? Abgekürzt Kotzi oder halt gleich Kotzi, weil es hier so eklig sein soll. Ja, und siehe da, ich war lange Jahre nicht hier, also eigentlich waren hier immer Leute gesessen, genau an diesen Stellen hier, die gekifft haben, die sich irgendwie zerschnittenes Heroin gespritzt haben, die da ihr Fixergeschirr ausgepackt haben. Hier lag Müll rum und es ist auch mega sauber und aufgeräumt. Das ist das Kotti, Leute. Also alle Berliner Menschen, ne, die Berlin kennen. Habt ihr jemals so ein sauberes Kotti gesehen? Ich nicht. Krass. Wie sieht es denn oben aus? Wir gucken mal, wie es oben aussieht. Es gab ganz andere Zeiten hier am Kotti. Ne? Es gab hier Zeiten, das war wirklich, wirklich widerlich. Aber ich muss sagen, ja, wahrscheinlich sind alle im Urlaub. So, aber jetzt hier oben beim Junkie-Treff, da ist noch alles beim Alten. Jetzt muss ich echt aufpassen, nicht, dass ich aufs Maul kriege. Ja? Yes. Oh. Genau. So, das ist einer der Orte, wo es auf jeden Fall zur Sache geht. Ne? Auf jeden Fall. Und da muss ich jetzt aufpassen, was ich hier mache. Ne? Hoppa! Pommes essen! Pommes! Pommes! Ich
Ja. Ja. Dickschwart! Darf man die haben? Ja. Ja? Kleine. Ja? Oh, Erdbeeren! Geil, Alter, super. Erdbeeren! Ja. Oh, wie geil gut. Ist das denn, Erdbeeren? Ja, Erdbeeren. Das ist wirklich. Ah, finde ich super, was du machst. Ja. Super, super. Du bist guter. Ich muss arbeiten. Guter Mann. Nein, 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 nein. Okay. Ich mach nur Dokumentation. Alles gut. Ach so, Dokumentation. Ja, ja, alles gut. Ja, ja, warte, okay, okay. Komm, ja, durch Wasser. Müslim Aydin, der ja, gute Mensch vom Hermannplatz. Ach, ja. Du bist Müslim Aydin. Ah, das wusste ich gar nicht. Ja. Müslim! Ja. Müslim, Gün Aydin. Gün Aydin. Hört sich fast genauso an, ja? Okay. Danke. Ja, und wenn es mal dringend wird, dann gibt es hier die Kotzi-Toilette. Jawohl, perfekt. Genau das Richtige jetzt.